ihr Lieben, heute möchte ich euch gerne das nächste Update zu Namida und mir geben. Namida ist auch mit hier dabei. Ihr seht, es hat sich auch schon einiges getan in den letzten Wochen, was ihr auch in den Videoabschnitten sehen werdet. Und genau, damit angefangen hat es eigentlich, dass ich die Mähne bei ihr entfritzt habe. Und das war so der Moment, wo wirklich das Eis gebrochen ist, weil sie gemerkt hat, ich möchte ihr nichts tun. Und wir haben viel Zeit miteinander verbracht, haben miteinander geredet, ich habe ihr viel erzählt und dadurch ist das Vertrauen auf jeden Fall sehr, sehr gewachsen in der Zeit. Wie man sieht, ist auch das Halfter nicht mehr drauf und ich fand das auch einen sehr, sehr spannenden Prozess bei ihr, denn je mehr Strick ich weggenommen habe und ihr Freiheit gegeben habe, desto mehr Vertrauen hat sie mir auch geschenkt. Und an dem Tag, wo ich das Halfter dann wirklich endgültig abgemacht habe, ist sie auch immer wieder auf mich zugekommen und nicht mehr von mir weggelaufen. Und das war natürlich für mich auch total schönes Erlebnis. Ich durfte auch die Hufe schon bei ihr machen. Das war wirklich nochmal ein ganz schöner Akt gewesen, weil am Anfang hat sie mir ihre Beine überhaupt nicht gegeben und hat sehr, sehr starke Abwehrreaktionen gezeigt, sobald ich an die Beine ran wollte. Aber das haben wir dann nicht gekriegt. genau. Da war es am Anfang so, dass sie natürlich ihre Beine immer weggezogen hat und auch extrem weggesprungen ist. Aber da war sehr spannend zu sehen, je mehr Huf ich weggenommen habe und sie gemerkt hat, es tut ihr eigentlich ganz gut, desto stiller hat sie am Ende denn gehalten und hat mir sogar ihre Beine freiwillig hingehalten, sodass ich die Hufe ausschneiden konnte. Natürlich wird nochmal ein professioneller Huforthopäde die Hufe nachbearbeiten, aber im Moment ist es einfach die beste Lösung gewesen, da sie mich nur an sich ranlässt. Wir sind jetzt auch schon viel draußen unterwegs, gehen jeden Tag zusammen grasen, arbeiten auch schon auf dem Reitplatz, haben auch ein bisschen Desensibilisierung jetzt gemacht, auch mit dem Sattelfett und mit mir. Und Plan und Stangen und Tonnen und das macht sie wirklich richtig, richtig gut. Ich darf sie auch schon viel weiter berühren jetzt. Hinterhand mag sie immer noch nicht so gerne, da ist sie sehr unsicher und zeigt auch noch Abwehrreaktionen dem Maße, dass sie dann doch auch mal hinten raustritt noch und dass es ihr sehr unangenehm ist. Aber ich denke mal, das wird auch noch gut werden.